Liebe Kölnerinnen und Kölner, ich melde mich heute vom Parteitag der Köln-SPD aus Köln-Chorweiler. Wir haben hier heute als Arbeitnehmerpartei für Köln eine Resolution zur Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen bei Ford hier in Köln beschlossen. Es geht darum, dass wir Seite an Seite mit den Kolleginnen und Kollegen stehen in ihrem Kampf, dass der Fiesta in der Produktion weiterhin in Köln bleibt. In wenigen Wochen wird der Ford-Konzern wichtige Zukunftsentscheidungen treffen und die dürfen nicht gegen die Kölner Werke, gegen das Kölner Ford-Werk ausfallen. Wir als SPD Köln, ich als zuständiger Landtagsabgeordneter für diesen Wahlkreis, stehe nicht nur symbolisch, sondern an der Seite auch inhaltlich zu allen Forderungen, die die Kollegen bei Ford hier artikuliert haben, in einer großen Demonstration mit über 10.000 Mitarbeitern am 14. Februar auf dem Gelände der Kölner Ford-Werke. Wir als Partei, ich als Abgeordneter, werden diesen Kampf uneingeschränkt und voll unterstützen und hoffentlich zu einem guten Ende bringen.